Hallo Leute, hier ist wieder euer Banana Brother Chili und willkommen zu einem weiteren Let's Eat Montag. So, wieder Montag, wieder Let's Eat Montag, mal wieder. Und ganz ehrlich Leute, ich will jetzt wirklich gar nichts mehr hören. Ich will gar nichts mehr hören. Nein, heute wollen wir auch gar nicht eigentlich rot lange um den heißen Brei rumreden. Nein, das machen wir heute nicht. Vielleicht. Okay, ein bisschen. Okay, gar nicht. Na, okay, ganz viel. Okay, ich bin nicht zufrieden. Nein, nein, nein. Bin ich nicht. Mm-mm. Naja, aber auf jeden Fall gibt es nämlich heute, ja, es ist nämlich heute Donnerstag, Dönerstag eigentlich, ne? Haha, haha, haha. Nein, aber es gibt keinen Döner. Weil, ich weiß gerade nicht, wer es vorgeschlagen hat. Ich glaube, Polly war es. Polly hatte mir gesagt, let's eat, oder ich bin mir ziemlich sicher, es war Polly. Wenn ich mich irre, tut's mir leid. Auf jeden Fall, Polly hatte mir gemeint, ja, mach doch mal Chicken Wings. Okay, ich wusste, ich hatte im Hintergedanken, ich hatte schon mal Chicken Wings. Ich habe mir gedacht, naja, warum eigentlich nicht? Kann man ja eigentlich nochmal machen. Und deswegen habe ich mir rattengeile Chicken Wings gemacht. Diesmal zwar mit einer etwas anderen Soße als das letzte Mal, weil ja, das letzte Mal hatte ich Texicana Salsa, das hatte ich dieses Mal leider nicht. Ich habe so eine Rap-Salsa-Soße genommen und ein bisschen verfeinert. Ich hoffe, das schmeckt. Ich habe Hunger. Ja, egal, auf jeden Fall. Heiß. Werden wir uns. Okay. Schmeckt schon mal nicht schlecht, also schmeckt sehr tomatisch, sehr fruchtig, cool, gefällt mir. Ah, okay, es ist doch erst, glaube ich, noch ein bisschen Zeit für Trash Talk, weil das Problem ist, die sind gerade noch schweineheiß. Aber macht euch keine Gedanken, die werden auf jeden Fall noch genüsslich einverleibt in meinem, ja, Magen, Bauch, was auch immer. Und ich habe mich hier auch schon mit Zewa ja, eingedeckt, weil es ist so abzusehen, dass ich eigentlich da bei diesem Let's Eat Montag ja, ein wenig oder sehr, sehr viel ja, Kleckern Zewa brauchen werde. Ja. Und natürlich auch noch Toastbrot. Aber ja. Kann ich gerade so ein bisschen in die Soße tunken. Da sieht man es so. Da so ein bisschen. Also so muss ich sagen, schmeckt gut. Hat so eine schöne Süße, aber auch im Hintergrund so eine schöne Schärfe. Also, ja, ja. Wenn die Chicken Wings genauso schmecken wie das, was am Brot da ja, schmeckt. Dann ist gut. Naja, aber zum Trash Talk auf jeden Fall, dann lasse ich die jetzt erst gerade noch ein bisschen abkühlen. Na okay, Fenster lasse ich mal zu, ist jetzt so wurscht. Zum Trash Talk. Ich habe euch ja im letztwöchigen Let's Eat Montag gesagt, oder beziehungsweise von ja, meinen super tollen Hatern erzählt. Ich habe ja, glaube ich, im Video auch noch genannt, dass ich diese Hater geblockt habe für unseren Kanal und dass halt jegliche Kommentare oder alle Kommentare von denen direkt gesperrt werden, beziehungsweise die, ich weiß nicht, warum ich teilweise wirklich noch die Nachricht bekomme von wegen, hier kam ein Kommentar und ich kann mir den teilweise wirklich noch durchlesen. Denke ich mir, hä, warum wird mir das angezeigt? Ich habe die doch geblockt, aber egal. Nee, und auf jeden Fall, also einer von denen versucht es immer noch. Also okay, er hat jetzt zwar nur einmal versucht, hat dann vielleicht dann doch direkt gemerkt, es tut sich nichts, beziehungsweise der Kommentar ist nicht da. Und ja, ich habe nur gelesen, ey Junge, jetzt pass mal auf oder irgendwie sowas in dem Dreh. Ich will mich jetzt nicht festlegen, aber irgendwie sowas von wegen, jetzt pass mal auf oder jetzt wollte er mir so eine Art Standpauke geben, wo ich mir gedacht habe,
bin froh, dass ich den ganzen Text nicht gelesen habe. Naja, aber dann habe ich auch gemerkt, bei den Videos, die anderen ganzen Videos von wegen dem Ratchet & Clank Let's Play, dem Pokémon Let's Play, den Let's Draws von Elmo und mir, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen lächerlich, dass die jetzt wirklich bei jedem Video fast Norm runtergeben. Gut, beim heutigen Video, wie gesagt, Dönerstag, ist glaube ich sogar noch gar nichts in diesem Moment. Ich kann ja auch mal ganz schnell gucken, was ja nebenbei ganz praktisch ist, gerade weil ja zurzeit eh nicht viel abgeht hier gerade. Naja, aber ich sehe hier gerade halt beim heutigen Video noch nichts, aber beim Pokémon Go Guide von Elmo, Daumen runter, kann ich mir direkt vorstellen, von wem das ist. Beim Let's Play Pokémon Part 70, also bei Pokémon 3D Part 70 Daumen runter, bei Pokémon 3D Part 69 Daumen runter, beim Let's Draw Mini von Elmo Daumen runter, bei Let's Draw Resume Daumen runter, bei meinem Let's Draw mit dem Final Fantasy 14 Banner Daumen runter und ja. Also, ich glaub, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Die versuchen uns den Spaß zu verderben. Aber ganz ehrlich, das können sie knicken. Kann ich euch beruhigen. Ist immer noch extrem heiß. Aber ja, Hunger. Oh, das Fleisch ist mega, mega weich, geil. Geil, geil, geil. Oh, das ohne Witz. Improvisiert, aber geil improvisiert, weil die schmecken eigentlich fast noch geiler als die anderen. Einfach nur geil echt hinbekommen. Die schmecken süßlich scharf. Süß scharf, so ein bisschen säuerlich. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht so der Fan von süß-sauer. Aber in der Kombination schmeckt das gerade einfach nur geil. Aber natürlich möchte ich euch auch sagen, was ich reingemacht habe. Ich möchte euch das natürlich nicht vorenthalten. Ich habe halt ein bisschen Paprika rein, beziehungsweise auch halt dieses Rap-Salsa-Ding-Zeug. Und dann noch ein bisschen Ketchup rein. Paprika, wie gesagt, ein bisschen scharf. Ein bisschen Curry, ein bisschen Knoblauch habe ich rein. Ach Gott, was habe ich noch rein? Steak und Grillgewürz. Ach, ich habe alle so ein bisschen reingeschüttet. Einfach so, ja, das schmeckt gut, das schmeckt gut, das schmeckt gut, das schmeckt gut, das schmeckt gut. Und das schmeckt rattengeil. Und, stimmt, ganz wichtig, wir haben ein bisschen Sahne ran. Wo ich mir auch erst anfangs noch überlegt habe, soll ich's oder soll ich's nicht? Also ich habe mir dann doch gedacht, komm, hau ich rein. Aber nicht viel, nur so einen kleinen, von diesen Cremefin, von diesen komischen, so groß ungefähr, diese Flaschen da, von wegen zum Kochen, zum Schlagen, zum Backen und bla und blub und tralala. Davon halt ein bisschen was mit rein. Und ganz ehrlich, wow. Na gut, der will das, dann kommt der dran. Heiß. Ja, ich merke gerade, die unteren sind noch heißer. Einfach nur gut, ey. Ich würde mir gerade liebend gerne selbst auf die Schulter klopfen, aber ja,
Meine Hände sind voll mit. Ja. Keine Ahnung, wie ich es sonst noch umschreiben soll. Oh Gott. Also, ich habe wirklich ewig keine Chicken Wings mehr gegessen. Und diese Chicken Wings, jetzt wo ich diese Chicken Wings esse, bereue ich es, dass ich so lange keine Chicken Wings mehr gegessen habe. Peitsch mich aus, gib mir Tiernamen. Was fällt mir ein, keine Chicken Wings zu essen? Das ist ein Frevel. Ich gehöre an den Pranger gestellt oder wie man es alles nennt. Keine Ahnung. Ja, ich denke mal, ihr wisst wieder, was ich meine. Ich gehöre, beziehungsweise ich habe gesündigt. Ich habe den Chicken Wings nicht geheiligt. Und ja, falls die Frage kommt, ich bin behindert und krank im Kopf. Und ja, ich habe nicht mehr alle Tassen im Schrank. Und ja, ich rede während dem Essen. Falls da auch nochmal die Frage kommt. Oh, okay, der Wing hat jetzt aber ein bisschen. Ich habe euch ja, glaube ich, mal von meinem scharfen Gewürz da erzählt. Und ich glaube, der hat jetzt ein bisschen sehr viel davon abbekommen, weil das Gewürz ist echt. Man muss von dem Gewürz echt. Also so einen kleinen Teelöffel voll, so einen gehäuften Teelöffel reinzumachen, also dann kann man Feuer speien. Weil das ist echt extrem scharf. Also zumindest für mein Gemüt, sage ich mal. Ich hatte ja mal irgendwann erzählt, dass ich nie. Also ich mag es scharf, aber nicht so extrem. Und so wie das jetzt gerade noch ist, passt es noch. So, und weiter geht. Gar nicht erst aufhören. Den Chicken Wings gar nicht erst die Möglichkeit geben zu überleben. Seht ihr mal, wie geil die schmecken. Ich will schon die Knochen mitessen. Ich bin zwar selbst nur Haut und Knochen, aber okay. Ein Knochen mehr oder weniger wird schon nicht schaden. Also ich kann gerade echt nur schwärmen von diesen Dingern. Ja, außer dass sie heiß sind. Na gut, aber ich glaube, kalt würden die nicht so schmecken. Wenn sie überhaupt kalt schmecken würden. Und über das könnten wir eigentlich auch noch mal reden. Ich überlege gerade schon die ganze Zeit. Aber beziehungsweise, obwohl, doch, mir fällt gerade was ein. Es ist ja jetzt seit kurzem. Ich glaube seit gestern, also seit Mittwoch, Pokémon Go in Deutschland erhältlich und beziehungsweise halt wirklich eine deutsche Version im deutschen Play Store. Und ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe es mir selbst runtergeladen und ich habe mir gedacht, naja, komm, versuch es mal, aber Leute, das ist so lustig.
Ich laufe teilweise läufst du auf dem Parkplatz und wupp, ist ein Radfratz. Du läufst nach Hause und wupp, ist ein Taubsi. Keine Ahnung. Das ist einfach nur teilweise echt extrem lustig. Also ich habe mich noch nicht so viel damit befassen können, weil ich arbeiten musste. Ja, das, was ich seither gesehen habe, ist echt lustig. Und falls ihr halt gar nicht wisst, was Pokémon Go überhaupt ist, dann könnt ihr gerne auch mal auf unseren Kanal klicken und in den letzten Videos müsste das Pokémon Go der Pokémon Go Guide von Elmo sein. Könnt euch das gerne mal angucken, weil er hat sich dafür echt Mühe gegeben. Ich habe es mir selbst auch angeguckt. Und da waren wirklich auch ein paar Sachen dabei, wo ich, ja, selbst noch nicht wusste. Und ich habe mich ehrlich gesagt bei Pokémon Go nicht richtig informiert. Ich habe eigentlich einfach so mir gedacht, Learning by Doing. Aber als ich gesehen habe, dass Elmo ein Video darüber gemacht hat, habe ich mir gedacht, na gut, komm, dann guckst du es dir auch mal an. Also ich kann auch nur schon mal andeuten, ihr könnt euch in Zukunft, hoffe ich mal, auf ein schönes Let's Play von Elmo freuen. Ich möchte nicht zu viel verraten. Aber er hat mir nämlich gesagt, er will es machen. Er hat auch schon ein Part hochgeladen, aber hat ein paar Probleme gehabt. Aber das hat sich eigentlich alles wieder, ja, ich habe es eigentlich behoben, diese Probleme, die es hatte. Ja, aber wenn er das dann wirklich richtig anfängt zu Let's Playen, bin ich selbst ehrlich gesagt sogar am Überlegen, ob ich es mir komplett angucken soll. Weil ich selbst habe das Spiel zwar selbst auch, ja, aber ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht bis kaum gespielt. Oder kaum bis gar nicht, sagen wir es so. Ich glaube, ich sehe auch gerade schon wieder aus wie eine Sau, oder? Na gut, es geht noch. Oh, da unten fangen wieder die heißen Dinger an. Und falls mich irgendjemand oder falls irgendjemand wissen will, woher ich diese Rap-Salsa-Soße habe. Sorry, echt sorry, aber ich kann es euch nicht mal sagen. Ich weiß nicht, ob ich die eventuell irgendwann mal aus der Norma mitgenommen habe, weil so nach dem Motto probiere ich mal. Oder ob meine Freundin die sogar mal mitgebracht hat. Oder ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall, wir haben. Also ich habe keine Ahnung mehr. Ob ich sie mitgebracht habe oder meine Freundin. Ich kann es euch nicht sagen. Beiß ich einfach mal einen Knorpel ab.
Und da auf irgendein Kräuter gebissen, das ist auch teilweise echt ekelhaft. So, okay. Meine Hände sprechen Bände. Aber Leute, muss ich kurz mal mein Zeber aufheben. An der Stelle werde ich dann auch diesen letzten Montag. Moment, ich kaue erstmal ein Stück runter. So, jetzt trinke ich hier nochmal einen Schluck. Das ganze Essen und das ganze Reden, das wird mal durstig. So, nee, aber auf jeden Fall, ich werde diesen Let's-Eat-Montag dann an dieser Stelle beenden. Ich habe zwar hier noch ein paar Chicken Wings, aber ich brauche auch noch so einen kleinen Snack für später und ich werde dich später auf jeden Fall noch ganz heiß und innig. Lasst mich mit meinen kranken Gedanken alleine. Okay? Okay. Nee, aber auf jeden Fall. Ich werde mir die jetzt noch ein bisschen für später aufheben, weil jetzt gerade ist irgendwie so ein Füllegefühl. Da bin ich jetzt erstmal froh, dass ich hier noch ein paar hab dann für später. Kann ich mir dann schön genüsslich, ne? Vernaschen. Oh. Und ja, deswegen ist der Let's Eat Montag dann an der Stelle beendet und ich sage ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da und falls ihr, ja, lasst einen Kommentar da, falls ihr irgendwelche Kritiken habt. Bitte konstruktive, nicht so, du bist scheiße, weil ich dich nicht mag, keine Ahnung. Keine Ahnung. Sagt mir halt einfach, was ich besser machen kann, was ich schlechter machen kann, was ich vielleicht besser machen kann. Was? Egal. Sagt mir halt einfach so Verbesserungsvorschläge, Kritiken, was ich nicht so gut gemacht habe, was ich toll gemacht habe und so weiter. Weil Leute, ich kann auch nur das machen, was ich für gut oder was ich für gut finde. Aber wenn ihr mir halt auch sagt, ja, hier macht das und das doch mal anders, dann kann ich das mal im nächsten Video versuchen, irgendwie einzubringen oder zu machen. Und dann gefallen euch meine Videos dann eventuell auch besser. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Möchte euch halt einfach auch die Möglichkeit geben, mir zu sagen, was besser gemacht werden könnte, was ich weglassen soll und so weiter. Ich denke mal, weiteres muss ich dazu nicht sagen. Also verabschiede ich mich jetzt wirklich und sage ciao, ciao und bis zum nächsten Let's Eat Montag. Also macht's gut, Leute.